Hey Leute und herzlich willkommen zurück zur Kryptographie. Heute geht es um ein CCA1 sicheres Verfahren von McEliece, beziehungsweise eine Modifikation davon. Letztes Mal haben wir uns Cade Repetition McEliece angeguckt, den werden wir noch brauchen. Und zwar werden wir jetzt dieses Mal nicht nur hier K Public Keys und Secret Keys ziehen in unserem GAN-Algorithmus, sondern wir übertreiben es noch ein bisschen mehr und machen das Ganze zweimal. Wir ziehen uns also 2K Public Keys und 2K Secret Keys. Und das macht durchaus Sinn, denn jetzt haben wir folgende Möglichkeit. Wir können einfach zum Beispiel diesen Secret Key hier wegschmeißen. Also das hier nennt sich jetzt, keine Ahnung, K plus 1. Und am Ende steht hier K plus K drin. Also 2K. Lasst uns einfach 2K nennen. Ich glaube, das ist vielleicht sinnvoller. So. Und hier steht dann K plus 2 und hier steht auch K plus 2. Also im Endeffekt haben wir 2K Public Keys und 2K Secret Keys. So, und jetzt machen wir was Komisches, was man eigentlich nicht erwarten würde, aber ihr werdet noch sehen, warum wir das tun. Bei der CCA2 sicheren Variante davon, die braucht das nämlich auch. Wir benutzen nur K Secret Keys. Wir wählen uns sozusagen zufällig einen Vektor R, also einfach K Zahlen. Wähle K mal ein Bit aus. Und dieses R, das nenne ich jetzt einfach mal RI, also dafür, dass es verschiedene R sind. Es sind verschiedene Rs, nämlich R1, R2 bis hin zu RK. Und wenn ich bei RK bin, dann höre ich auf. Okay, und die wähle ich aus 0, 1. So, und jetzt mache ich Folgendes. Ich schmeiße alle Secret Keys weg, das heißt, die behalte ich nicht mal. Die nicht, die, falls er 0 ist, behalte ich den Secret Key hier oben. Also sagen wir mal, ich betrachte jetzt R1, okay? Also das erste R. Dann sage ich, wenn R1 0 ist, dann behalte ich diesen Secret Key. Falls R1 1 ist, behalte ich diesen Secret Key hier unten. Und den anderen schmeiße ich weg. Das heißt am Ende, zum Beispiel ist jetzt mein R1 gleich 0. Das heißt, das hier fällt weg. Hier habe ich nur noch den Public Key. Warum? Das werden wir noch alles sehen. Und so verfahre ich weiter und am Ende habe ich nur noch insgesamt K Secret Keys, aber 2K Public Keys. Also ich nehme jetzt einfach mal an, mein R2 schmeißt mir den hier raus, das heißt, ich behalte den Secret Key hier unten und am Ende mein RK schmeißt mir wieder den letzten hier raus und ich behalte nur den Secret Key hier oben. Das heißt, ich schmeiße in jeder Spalte sozusagen einen Secret Key raus, meine Public Keys behalte ich aber. Okay, gut. Und jetzt kann ich weiterverfahren. Achso, davor lasst mich das hier vielleicht noch umändern. Hier steht jetzt CCA1, damit wir es unterscheiden können von unserem K-Repetition McElise, nennen wir das Ganze einfach mal CCA1 jeweils, also dass wir einfach nur einen anderen Namen haben. Gut. So, was wir jetzt machen ist, wir bekommen hier natürlich nicht nur K Public Keys, sondern wir bekommen insgesamt 2K Public Keys. Weil wir haben ja immer noch 2K Public Keys zur Verfügung. Von denen haben wir ja keine rausgeschmissen. Okay. Und wir verschlüsseln jetzt die Nachricht, indem wir uns als Verschlüsseler auch wieder so ein komisches R ziehen. Also K mal wiederum dieses RI zufällig ziehen. Achtung, das ist jetzt ein anderes RI. Manchmal nennt man das jetzt auch SI. Das werde ich jetzt auch mal tun, damit wir einen anderen Namen haben. Das heißt, wir wählen wieder K verschiedene Bits. Jeweils entweder 0 oder 1. Und falls mein SI hier, also sagen wir mal, ich nehme den ersten, also S1, falls S1 gleich 0 ist, dann nehme ich den Public Key 1 hier oben, also der hier oben in der oberen Zeile, den nehme ich zum Verschlüsseln. Falls mein S1 aber gleich 1 ist, nehme ich diesen unteren in der unteren Zeile hier, also den Public Key K plus 1. Und was man jetzt hier hinschreiben kann, um das Ganze eindeutig zu machen, ist plus S. Und jetzt müsste ich nochmal ein Stückchen tiefer. Geht das? Nein, das geht natürlich nicht. Das heißt, ich muss hier leider plus SI so hinschreiben. Ich kann noch ein Bodenstrichchen machen. Plus SI mal K. Was das bedeutet ist, falls SI 0 ist, in dem Fall S1, aber ist ja egal. Ja, in dem Fall kommt hier 1 hin, bis hier hinten eben insgesamt SK rauskommt. Ah, was ist denn hier los? Ich kann da nicht hinklicken, komisch.
Okay, jetzt habe ich es aber, glaube ich, abgesehen von der Zeile hier. Gut, falls S1 0 ist, dann ist dieser Term hier, also S1 mal K ist ja dann auch 0. Was dann übrig bleibt, naja, das ist PK1. Falls S1 gleich 1 ist, dann haben wir hier 1 plus K stehen, also K plus 1, also nehmen wir diesen Public Key. Und genauso verfahren wir im Prinzip mit den anderen auch. Das ist nur zum Formal aufschreiben, damit man sich irgendwie so einen Gedanken draus machen kann. Ihr könnt das Ganze auch als Matrix aufschreiben, aber dann braucht man noch ein bisschen mehr Notation und so weiter. Deswegen habe ich mich jetzt für die Variante hier entschieden. Okay. So, und jetzt gebe ich in meinem Chiffrat aber nicht nur diese Verschlüsselung hier alle zurück, sondern meinen Vektor SI, also meine ganzen k verschiedenen Bits, die ich hier drin hatte, die gebe ich auch noch zurück. Die kann ich ja einfach so hinstellen und sagen, okay, das ist halt einfach eine K-Bit-Zahl. Also ich hänge einfach alle SI hintereinander. S1, sagen wir mal, ist 0, S2 war 1, S3 war 1 und so weiter und so fort. Irgendwelche Zahlen hier, das ist quasi mein Vektor SI. In dem Fall wäre jetzt K 2, 4, 6, 8 Zahlen lang. Okay, ja. Und das hänge ich einfach vorne an mein Chiffrat dran, damit mein Empfänger auch weiß, was jetzt hier diese Bits waren. Also der Empfänger bekommt beim Entschlüsseln dieses SI sozusagen. Mit mehr steht hier nicht. Okay. Ich kann hier natürlich auch einfach ein Komma hinmachen, dann wird es vielleicht auch nochmal deutlicher. Gut. So, und beim Entschlüsseln machen wir jetzt Folgendes. Wir machen, falls, aber nur dann, falls dieses SI hier, was wir hier bekommen haben, durch dieses S hier drin, da gehen wir einfach durch. Wir machen sozusagen eine Vorschleife für die Leute, die programmieren können. Was ist jetzt passiert? For i gleich 1 bis k. Falls SI meinem R entspricht, das R, das ich gezogen habe, das hier, falls die beiden gleich sind, aber nur dann entschlüssel ich. Also sowas wie den normalen Dechiffrieralgorithmus von dem normalen, nicht mal dem K-Repetition MacElise, sondern von dem ganz normalen MacElise-Verfahren. Das heißt, ich entschlüssele mit dem Secret Key I und mit meinem Chiffrat C, aber Achtung, wir nehmen hier auch wieder das Chiffrat CI einfach, okay? Das heißt, wir bekommen hier insgesamt logischerweise wieder K-Secret-Keys rein, denn wir haben ja erstmal K-Secret-Keys weggeworfen, sprich es sind nur noch K-Stück übrig geblieben und wir entschlüsseln, indem wir einfach uns den Eaton-Secret-Key schnappen und das Chiffrat hier entschlüsseln, aber nur, wenn die beiden gleich sind. Ansonsten haben wir ein Problem, dann können wir nämlich nicht entschlüsseln. So, und jetzt denkt ihr euch wahrscheinlich, was zur Hölle soll das bringen? Folgendes, wenn wir jetzt hier mehrfach entschlüsseln, das liefert mir ja meine Nachricht M. Also dieses Dechiffrieren hier liefert mir die Nachricht M. Und ich kann jetzt einfach gucken, ist die Nachricht M, die wir hier rausbekommen bei dem DEC-Algorithmus, MI nenne ich es jetzt einfach mal. Irgendwie möchte es mich gerade sehr stark verarschen. Okay. Mein MI bekomme ich durch das Dechiffrieren von der Nachricht oder von dem Eaton-Chiffrat hier. Und jetzt überprüfe ich am Ende einfach, ob meine ganzen Nachrichten MI, ob die wirklich alle gleich sind. Also ob wirklich alles, was ich entschlüsselt habe, auch wirklich dann am Ende dieselbe Nachricht ergibt. Und falls das so ist, dann kann ich davon ausgehen, dass hier alles in Ordnung war und dass das Chiffrat wohl geformt war, nennt sich das Ganze. Und ich kann die Nachricht einfach zurückgeben. Dieses Verfahren hier, also ich sage jetzt einfach mal hier unten prüfe M und return M. Prüfe M und Return M und dieses Verfahren ist jetzt CCR1 sicher. Warum das so ist, das werden wir im nächsten Video klären. Ich hoffe, ihr habt alles soweit verstanden und es hat euch auch gefallen. Ja, und wir hören uns beim nächsten Mal dann. Bis dann, ciao.